Danke für die Einführung. Lieber Herr Fay, es ist mir eine große Freude und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen an diesem freudigen Tag für Sie und natürlich auch für die Firma Geodata und Ihnen ein bisschen was über das Internet der Dinge aus meiner Perspektive zu erzählen. Ich danke sehr auch meinem Vorredner, dem Herrn Trinkel, der durchaus auch kritische Aspekte dieser Entwicklung angesprochen hat. Und es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass natürlich ich vieles jetzt ausbreiten werde, was ich an Chancen und an großen Möglichkeiten sehe, die das Internet der Dinge bringt, dass man die aber durchaus sicherlich immer wieder reflektieren muss, auch was sind die Downsides, welche Gefahren gibt es und die nicht aus den Augen verlieren darf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich auf die nächste Seite gehe, möchte ich Ihnen eine kurze Warnung noch, wer sich jetzt mit überschwänglichem Jubel zu erkennen gibt, dass er das Device, das auf dem nächsten Slide kommt, gut kennt, outet sich als nicht mehr der Generation der Digital Natives zugehörig, weil es nämlich schon ein bisschen älter ist. Es geht also auch bei mir mit einem Vergleich letztendlich los. Ja. Zitat auf die früheren Zeiten, wann ging es mit der Computerei los? Dieses Ding, das da drauf ist, ist ein Gerät aus den 80er Jahren, als es losging mit dem Thema Home Computing. Ich verwende dieses Bild deshalb hier an der Stelle jetzt, weil ich einsortieren möchte, wo aus meiner Sicht das Internet der Dinge heute steht. Auch das ist gerade in diesem Zitat, das Herr Trinkel von Bill Gates zuletzt gebracht hat, angeklungen. Heute reden alle von dem Internet der Dinge. Und es sind ganz viele Leute aufgeregt, was da Großartiges kommt und erwarten, dass übermorgen was ganz Großartiges passieren wird. In den 80er Jahren haben ganz viele Leute davon gesprochen, es gibt sowas wie Home Computing. Plötzlich ist es möglich, einen Computer zu Hause zu haben. Den kann man nicht mehr nur in der Firma haben und es ist nicht mehr ein millionenteurer, riesiger Schrank, der irgendwo steht, sondern man kann eben sowas zu Hause haben. Und die Leute haben sich gefragt, was tun wir denn mit so einem Computer zu Hause? Da war dann eine sehr heiß diskutierte Anwendung, Kochrezepte speichern. Allen Ernstes. Es war damals so eins der gängigen Benutzungsmuster, von denen man immer gesprochen hat. Ich kenne das noch als kleiner Bub, weil mein Vater auch so ein Ding zu Hause dann irgendwann angebracht hat und auch mit meiner Mutter diskutiert hat, für was man denn sowas braucht. Dieses Thema Home Computing ist heute überhaupt keins mehr. Und diese Diskussion, für was brauche ich einen Computer zu Hause und was bringt der mir, und haben die wenigsten Leute wahrscheinlich heute zu Hause. Es ist vollkommen klar, dass es alle möglichen interessanten und anerkanntermaßen sinnvollen Use Cases gibt, für die man eben einen Computer zu Hause benutzen kann. Sei es E-Mail, Skype, Kontakt halten mit Freunden und Familie, sei es die elektronische Steuererklärung vielleicht machen, sei es E-Banking, andere Internettätigkeiten und ganz viele, eine sehr große Vielzahl. Aber für jeden einzelnen Person keine Frage, es macht Sinn, einen Computer zu Hause zu haben. So viel also als Prolog, wo aus meiner Sicht das Internet der Dinge heute steht. Auch ein bisschen zu der Frage, ist es Trend oder Trendy? Ja. Im folgenden Vortrag möchte ich Ihnen gern drei Dinge kurz erläutern. Das eine ist so einen ganz kurzen Hintergrund, was hat es mit diesem Bosch Internet der Dinge Lab an der Uni St. Gallen auf sich? Wie hängt es irgendwie auch mit Bosch, dieser ehemaligen Garagenfirma, die vorhin schon erwähnt wurde, zusammen? Und dann an zwei Beispielen aus unserem Lab, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich dieses Internet der Dinge dann letztendlich auch auf das Geschäft auswirkt. Das sind so zwei Dinge, auf die ich eingehen möchte. Dabei kommen wir automatisch dran vorbei, was ist das Internet der Dinge eigentlich? Und im Titel stand schon, was hat es mit Geschäftsmodellen auf sich? Was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Was ist das Internet der Dinge? Dazu soll dieses Bild dienen, das zu erläutern oder zu verdeutlichen. Es geht letztendlich darum, um die Vision, dass immer stärker die physische Welt der physischen Dinge, dessen, was wir anfassen können, mit der digitalen Welt ganz oben verschmolzen und verknüpft wird. Also während es heute eher ein Parallelexistieren von digitalen Inhalten und der physischen Welt ist, werden diese Dinge jetzt immer stärker miteinander verknüpft. Was dadurch passiert, dass eben in diese physischen Dinge zunehmend auch
lokale Intelligenz, also kleine Computer integriert werden. Auch viele Kaffeemaschinen haben heute schon Mikroprozessoren eingebaut. Dass das Auto ein fahrender Computer ist, hatten wir vorher schon gehört. Also immer mehr Dinge unseres täglichen Lebens werden mit Sensoren und mit Mikroprozessoren ausgestattet werden, weil diese Technologien einfach immer billiger, immer kleiner und immer weniger energieverbrauchend entwickelt werden. Dadurch ergibt sich dann auch die Möglichkeit, und jetzt sind wir beim Home-Turf der Firma Geodata angekommen, diese Dinge mit dem Internet zu verknüpfen und zu vernetzen, wo dann in Datenbanken, in Servern Daten gesammelt werden können, zum Beispiel aus diesen physischen Dingen von den Sensoren, wo man diese Daten analysieren kann, dann letztendlich irgendwie aus diesen vielen Daten auch Informationen, sinnvolle Informationen generieren kann, um auf der Basis dann einen digitalen Service, einen Mehrwert für den Nutzer zu generieren. Also am Ende verknüpft sich das Ganze hoffentlich zu einem besseren Nutzen für den Endanwender. Auf der rechten Seite der Folie habe ich aufgemalt, wo denn jetzt Bosch da überall unterwegs ist und warum es für diese Firma letztendlich auch spannend ist, sich in dieses Thema zu begeben. Bosch macht schon seit 128 Jahren inzwischen physische Dinge. Bosch hat auch ein sehr großes Standbein, wenn es um dieses Thema Sensoren geht, kommt aus der Automobilelektronik, wo Bosch sehr lange schon aktiv ist, aber inzwischen, wenn Sie Ihr Smartphone aus der Tasche ziehen, haben Sie ungefähr eine Chance von 50%, dass da Bosch-Sensoren drin sind, die dann Bewegungen erkennen, wenn Sie das Smartphone drehen und sich das Display ändert. Dieses Thema Connectivity, ich habe da drüben auch so eine SIM-Karte, das ist natürlich jetzt nicht gerade das Thema der Glasfaservernetzung oder nur indirekt vielleicht, da ist Bosch nicht zu Hause, da geht es dann darum, vielleicht auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, da werde ich noch dazu kommen, für dieses Thema Datenanalyse, Infrastruktursystem im Sinn von Servern und Datenbanken. Auch dafür gibt es diese Tochterfirma Bosch Software Innovations, für die ich heute arbeite. Und digitale Services kann man schon sehen, weil es inzwischen eben auch diesen Rasenmäher, den ich da unten hingemacht habe, mit einer App dazu gibt, wo dann eben digitale Dienste zu diesem physischen Produkt dazukommen. Was hat das mit diesem IoT-Lab an der Uni St. Gallen zu tun, all diese Geschichte? Ich habe gerade so ein bisschen erklärt, das Physische und das Digitale verschmelzen. Bosch ist da sehr aktiv, was diese Technologien angeht. Jetzt haben wir also tolle Technologie entwickelt, können zum Beispiel diesen Rasenmäher hier mit dem Internet vernetzen. Bleibt nur noch die Frage, was bringt uns das? Was sind irgendwie sinnvolle Anwendungen für all diese Technologie? Und aus der Sicht einer Unternehmung natürlich, am Ende des Tages lohnt es sich auch, das zu tun. Und um diese Fragen zu beantworten, wollte man schon als Firma Bosch über den Tellerrand hinausschauen, über den eigenen, und hat eben den Kontakt zu einem Professor Fleisch, gesucht, der sowohl an der Uni St. Gallen als auch an der ETH in Zürich sich schon seit über 15 Jahren mit dieser Vernetzung und diesem Verschmelzen von physischer und digitaler Welt befasst. Und daraus ist dann das Bosch IoT Lab entstanden, aus diesen ersten Kontakten, wo wir heute versuchen zu verstehen, das sind hier diese blauen Balken, einerseits, was sind Erfolgsfaktoren, wenn wir uns ins Internet der Dinge dann aufmachen wollen, als Unternehmung auf einer technischen Seite, aber auch organisatorisch und in Form von Geschäftsmodellen. Und das wollen wir aber eben nicht im luftleeren Raum, im Elfenbeinturm irgendwo tun, sondern wir wollen es lernen an sehr konkreten Projekten, in denen wir wirklich Internet der Dinge-Applikationen bauen und umsetzen. Ich wurde gebeten, über das Thema Geschäftsmodelle im Internet der Dinge zu sprechen, also mache ich das natürlich auch, aber ich habe mir dann doch wieder Wege gesucht, um auch über diese realen Projekte zu sprechen, weil mir die eigentlich am besten gefallen. Insofern ganz kurz zu dem Thema Geschäftsmodelle. Was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Ist auch so ein Wort, das dann immer wieder gern in aller Munde geführt wird, in Vorstands- oder Managementsitzungen oder auch bei anderen Gelegenheiten wird gerne von Geschäftsmodellen geredet. An der Uni St. Gallen haben Kollegen ein Modell entwickelt, das eine Darstellung einfach in Form dieses Dreiecks hier bietet, von vier ganz einfachen Aspekten, mit denen man ein Geschäftsmodell zumindest schon mal grob beschreiben kann. Um was geht es da eigentlich? Es geht letztendlich immer um die Frage, wer ist eigentlich mein Kunde und was biete ich diesem Kunden eigentlich an?
welche Bedürfnisse, welche Aufgaben, die dieser Kunde hat, adressiere ich eigentlich mit dem Angebot, das ich ihm mache. Also sprich dieses Zusammenspiel aus Kunde, wer ist der Target Customer, wie auf Englisch geschrieben ist, und was biete ich dem? Das sind so die beiden zentralen Fragen. Und dann kommen diese Ecken links und rechts dazu. Rechts, was brauche ich alles, um dieses Angebot, das ich dem Kunden eigentlich machen möchte, zu erzeugen? Brauche ich da Partner dafür? Brauche ich besondere Fähigkeiten selber? Und dann links in der Ecke unten, wie verdient man damit Geld? Also sprich, was kostet es mich, das Angebot zu machen, und was verdiene ich dann auf der Einnahmenseite? Eine ganz kurze Einführung. Ich werde auf dieses Modell noch an zwei Stellen wieder zu sprechen kommen. Jetzt aber nochmal zu den Projekten. Wie gesagt, ich versuche immer dieses Thema mit den Geschäftsmodellen auch an diesen praktischen Beispielen durchzuexerzieren. Jetzt habe ich gerade noch was vergessen. Also nochmal diese Projekte. Wir machen das ganz konkret in zwei Domänen, die auch schon Erwähnung gefunden haben. Das eine Thema, mit dem wir uns intensiv beschäftigen, ist das Smart Home, also die Anwendung von IoT-Technologie zu Hause. Und das andere, zweite große Thema, Connected Mobility. Ich möchte zunächst mal eingehen auf dieses Projekt, das hier Security Light heißt. Da geht es letztendlich um das hier. Dürfte zu erkennen sein, um was es sich handelt, um eine besonders hässliche Glühbirne. Die ist deshalb besonders hässlich, weil sie noch ein Prototyp ist und weil sie nicht nur eine Glühbirne ist, sondern weil in der Glühbirne integriert ein Anwesenheitssensor ist, bewusst keine Kamera, wenn man sich vorstellt, das zu Hause einzubauen, aber ein Anwesenheitssensor und eben ein Funkmodul, mit dem man diese Glühbirne mit dem Internet vernetzen kann. Was bringt es, wenn man so eine internetvernetzte Glühbirne nun hat? Zunächst mal ganz simpel, wenn man im Raum drin ist und der Anwesenheitssensor also Anwesenheit erkennt, kann das Licht angeschaltet werden. Liegt auf der Hand irgendwie. Wenn unser Hausbewohner jetzt aber sein Zuhause verlässt und sich mit seinem Feuerstuhl auf den Weg in den Urlaub macht, kann er also per Smartphone-App dieses System aktivieren. Und wenn es dann jemand schafft, eine böse Bube, sich zu Hause irgendwie zu schaffen zu machen, kann eben ein entsprechendes, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt, ein entsprechendes Signal ins Internet gesendet werden und unser Hausbewohner kriegt auf seinem Smartphone die Nachricht, da tut sich was zu Hause. Wenn der jetzt wie hier auf der Insel am Strand liegt, dann hilft ihm das nicht so wahnsinnig viel. Man kann sich aber natürlich gut vorstellen, und das ist jetzt eben gerade der Witz an diesen digitalen Diensten, dass zum Beispiel auch ein Nachbar diese Information bekommen kann, der den Schlüssel hat, weil er eh Blumen gießt jeden Tag und dann was Sinnvolles, sinnvoll auch auf diese Nachricht reagieren kann. Letztendlich ist also dieser erste Use Case, für den wir diesen Prototyp gebaut haben und wo wir inzwischen auch ein Startup unterwegs haben, das das Ganze wirklich versucht, zu einem Produkt zu machen. Und das ist kein linearer Prozess, das geht alles immer wieder in Iterationen. Man lernt mit jedem Kontakt, wo man eben so ein System und nicht nur dieses Stück Hardware jemandem unter die Nase hält und ihm bittet, das auszuprobieren, lernt man viel dazu. Dieser erste Use Case ist also jetzt ein sehr einfaches Sicherheitssystem. Das ist keine High-End-Alarmanlage, wie sie Kollegen von Bosch verkaufen, sondern es ist etwas sehr Einfaches, was installiert ist, indem man zwei, drei Glühbirnen zu Hause durch dieses Ding austauscht und eine App runterlädt und ein gewisses Maß an Security-Features hat. Wenn man diese Daten aus dem Anwesenheitssensor aber grundsätzlich mal im Internet hat, kann man sie auch für ganz andere Anwendungen nutzen. Man kann sich also vorstellen, dass man solche Anwesenheitsdaten auch dazu benutzen kann, um die Klimatisierung oder die Heizung eines Hauses zu optimieren. Wenn ich weiß, wann ist typischerweise jemand im Badezimmer, dann kann ich zu diesen Zeiten das Badezimmer heizen und zu anderen die Temperaturen vielleicht absenken, um Energie zu sparen. Wenn wir auf dieses Beispiel jetzt nochmal wieder mit dieser Geschäftsmodellbrille schauen, und da sieht man jetzt so einen Ausschnitt aus der Homepage dieses Startups, das wir da gegründet haben, dann sieht man plötzlich, dass es in dieser IoT-Welt nicht mehr ganz so einfach ist mit diesen Geschäftsmodellen. Es beginnt schon damit, wenn man sich jetzt für dieses neue Produkt überlegt, was verkaufen wir denn da eigentlich? Also diese Frage in dem Dreieck ganz oben. Was ist das Angebot, das wir dem Kunden machen? Verkaufen wir eine LED-Glühbirne
oder verkaufen wir ein Security-System? Das ist eine entscheidende Frage, weil wenn Sie das Ding bei Obi nachher bei den Glühbirnen reinstellen und da steht plötzlich eine Glühbirne, die sagen wir mal 50 Euro kosten, wo alle anderen Glühbirnen oder LED-Birnen 5 Euro kosten, dann fällt es da ein bisschen aus dem Rahmen und wird wahrscheinlich nicht gekauft. Wenn Sie so ein Ding, das 50 Euro kostet, vielleicht bei den Alarmsystemen dann bei Obi reinstellen, wo alle anderen 300 Euro kosten und da kostet eins nur 50 und sieht aus wie eine Glühbirne, dann denkt sich wahrscheinlich eher jemand, da haben Sie die Glühbirnen falsch einsortiert. Also diese Frage, was verkaufen wir da eigentlich, ist nur ein Beispiel, warum es bei diesen IoT-Dingen und bei diesen Produkten, die da rauskommen, die so einen ganz neuen Charakter haben, eben an manchen Stellen schwierig ist. Genauso tun sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf, wie verkauft man so ein System? Ist es ein Einmalbetrag, den man bezahlt, nimmt man es mit nach Hause? Oder gibt es da irgendwelche Arten von Abo-Modellen, um diese Datendienste über der Zeit nutzen zu können? Könnte es vielleicht auch mit Partnern gehen, die ein Interesse haben, ihren Kunden da diese Dienstleistung vielleicht als einen zusätzlichen Service anzubieten? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das ist jetzt sehr detailliert, dieses Thema Glühbirne, dieses eine Beispiel. Wenn man da mal ein bisschen rauszoomt und sich überlegt, was hat das IoT grundsätzlich an Fähigkeiten, dann kann man es in Form dieser Gleichung, die der Elgar Fleisch, an dessen Lehrstuhl wir unser Lab haben, da mal aufgezeigt hat, sich verdeutlichen. Letztendlich geht es an vielen Stellen, wenn es darum geht, wie kann ich ein Produkt mit IoT-Technologie anreichern darum, dass ich ein oft vielleicht schon sehr gut bekanntes Ding habe, also wie jetzt in dem Beispiel diese Glühbirne, dass ich dann IT-Technologie dazufüge und das ist vielschichtig. Wie gesagt, in diesem Ding hier ist ein kleiner Mikroprozessor und Rechner drin, da sind Sensoren drin, da ist diese Verbindungstechnologie drin. All das würde ich unter diesem IT-Thema genauso subsumieren wie die App, die dann dazugehört, um das System zu steuern. Ich füge also zu diesem Ding dieses IT-Modul dazu und habe immer noch die dingbasierte lokale Funktion. Also sprich, da wo ich diese Lampe reinschraube, da wird es immer noch hell und zwar nur da, nicht irgendwo anders auf der Welt. Das Ding hat also immer noch seine dem Ding innewohnende lokal erlebbare Funktion. Aber, und das ist eben jetzt neu, es kommt ein IT-basierter zusätzlicher Service, kann dazukommen, der durchaus das Potenzial hat, dem ursprünglichen Ding eine ganz neue Bedeutung zu geben. Noch nie vorher, würde ich jetzt mal behaupten, war eine Glühbirne ein Alarmsystem, was jetzt da passiert. Und da lassen sich eine ganze Menge an Beispielen machen. Lange Rede, kurzer Sinn, das IoT, wenn man es auf Produkte anwendet, kann dazu führen, dass diese Produkte eine komplett neue Bedeutung haben nach dieser Gleichung. Haben Sie schon zwei Teile meines Vortrags überstanden. Also was hat es mit diesem IoT-Lab auf sich? Das ist das erste Beispiel mit der Glühbirne. Noch ein Beispiel aus unserem Lab, jetzt zu diesem Thema Connected Mobility. Das vernetzte Fahrzeug ist vorhin schon angeklungen. Die Anwendung, an der wir arbeiten, bezieht sich auf das Thema Accident Hotspots, also sprich Unfallschwerpunkte erkennen. Ich denke, es ist den meisten hier im Raum bekannt, dass heutige moderne Fahrzeuge eben, wie vorhin auch schon erwähnt, eine Vielzahl an Sensoren beinhalten, eine Vielzahl an Computern auch beinhalten, die wir letztendlich nutzen wollen in diesem Projekt, um zu erkennen, wo sind Unfallschwerpunkte. Was heute sehr gut bekannt ist, ist so dieses Thema, es hat schon gekracht und da gibt es Statistiken, wo häufen sich Unfälle, es gibt Unfallforschung, um herauszubekommen, was hat jeweils zu diesen Unfällen geführt, darüber Statistiken zu machen und Auswertungen und Ableitungen zu machen. Wir wollen jetzt die Sensorik, die in den Fahrzeugen drin ist, dazu benutzen, also zum Beispiel zu erkennen, wo häufen sich Vollbremsungen. Da passiert kein Unfall, aber es gibt ganz viele Vollbremsungen an einer bestimmten Stelle. Oder wo häufen sich sehr ruckartige Ausweichmanöver. Als Indikatoren letztendlich, dass es, wenn sich solche Vorkommnisse an einer bestimmten Kreuzung, sagen wir jetzt mal, oder auf einem Streckenabschnitt häufen, dass es da ein höheres Gefährdungspotenzial gibt als an anderen Strecken. Was wir letztendlich in unserem Lab gebaut haben mit den Doktoranden, die da arbeiten, ist im Prinzip ein System, das es uns erlaubt,
ganz normale Fahrzeuge, die jedermann bei sich zu Hause hat, mit wenigen Schritten nachzurüsten. Wesentliches Bestandteil ist da auch ein Mobiltelefon, um die Daten, die in diesem Auto eh schon vorhanden sind, mit den Sensoren, die eh schon da drin sind, an diese Daten dranzukommen und die in das Internet zu übertragen und aus diesen gesammelten Daten dann eben so ein Bild zu erzeugen, was dieses Thema Unfallschwerpunkte angeht. Ich will auf diese relativ komplizierte Folie jetzt gar nicht allzu sehr im Detail eingehen. Letztendlich geht es um ein Bild, das sich um diese Straßenkarten dreht. Ich denke, jeder von Ihnen hat schon mal Google Maps gesehen, also diese digitalen Straßenkarten, auf denen man sich zusätzliche Informationen anzeigen lassen kann, wie in so Schichten, die man da drüber legt. Also Sie sehen die Straßenkarte und Sie können die Schicht einblenden, Verkehrsfluss. Und dann kriegen Sie diese roten, gelben, grünen Linien über die Straßen gelegt, die Ihnen anzeigen, ob der Verkehr da steht oder ob er fließt. Und genauso könnte man sich jetzt vorstellen, eben auch andere Schichten da anzuzeigen. Also zum Beispiel eine Schicht anzuzeigen, ist es ein vollkommen ungefährlicher Straßenabschnitt oder ist es ein höheres Gefährdungspotenzial aus irgendeinem Grund. Sie könnten sich genauso vorstellen, auf Basis solcher Fahrzeugsensoren eine Schicht da drauf zu legen, wie ist der Reibkoeffizient, also sprich, ist die Straße trocken, nass, verschneit oder eisig im Moment. Und wenn man so eine Karte mal hat, dann gibt es auf einmal auch eine ganze Menge an potenziellen Abnehmern für diese Daten. Also Sie können das natürlich dem Consumer anzeigen und sprich den Fahrer im Fahrzeug, andere Fahrer warnen vor entsprechenden Ereignissen oder vor eben vereisten Straßenabschnitten. Sie können aber genauso diese Daten zum Beispiel einer Verkehrsleitzentrale zur Verfügung stellen, Straßenbehörden zur Verfügung stellen, zum Beispiel auch, wenn es um das Thema Straßenschäden oder Ähnliches geht. Also sprich auch an der Stelle wieder aus der Geschäftsmodellsicht, was ist das Angebot? Sind es die Daten in dem Fall oder ist es vielleicht auch schon eine App, die die Daten, das ist mal so ein Screenshot aus dem Projekt, dass die Daten dem Fahrer im Fahrzeug vielleicht auch schon wieder anzeigt. Wer sind dann entsprechend die Kunden? Sind es eben Fahrer, sind es irgendwie Straßenverkehrsbehörden, Bundesamt für Straßenwesen oder Verkehrsclubs oder in Zukunft, auch das ist ein wichtiges Thema, es wird immer von der Zukunft der fahrerlosen Autos oder des automatisierten Fahrens gesprochen, da sind solche Karten mit ganz vielen zusätzlichen Informationen sicherlich eine Voraussetzung dafür, das tun zu können. Also auch da jetzt wieder abgetaucht in ein relativ konkretes Beispiel. Wenn man an der Stelle auch nochmal rauszoomt, was ist so der ganz große Effekt, den das Internet der Dinge auch mit sich bringen kann, dann ist es dieses Thema, das wir mit High Resolution Management überschrieben haben, hochauflösendes Management. Was soll damit gemeint sein? Bisher hatte man in IT-Systemen, in Datenbanken, nur ein sehr verpixeltes und sehr grobes Bild der realen Welt. Also sprich, man hatte, ich hatte es gerade vorhin in dem Beispiel erläutert, Datenbanken mit den Daten von tatsächlich eingetretenen Unfallereignissen, um daraus Ableitungen zu machen. Das sind zum Glück wenige Ereignisse, die man da hat, sehr punktuell, die aber auch nur ein sehr grobes Bild ergeben. Und es dauert eine sehr lange Zeit, um eine entsprechende Datenbasis zu sammeln, um überhaupt Aussagen machen zu können. Wenn man jetzt diese Sensorik in einer riesigen Flotte, man stelle sich mal vor, man hätte nur 2% aller auf der Straße befindlichen Fahrzeuge entsprechend ausgerüstet und könnte die Daten aus den Sensoren dieser Fahrzeuge auslesen in Echtzeit, dann kommt man von diesem sehr verpixelten Bild zu einem sehr viel klareren Bild, mit einer sehr höheren Aktualität auch, sehr viel höheren Aktualität als in dem früheren Zustand. Und das erlaubt es dann ganz anders auf entsprechende Ereignisse zu reagieren, als es eben bisher der Fall war. Man kann in Echtzeit reagieren und sagen, da ist jetzt anscheinend aus irgendeinem Grund ein Blitzeisereignis aufgetreten, kann viel schneller darauf reagieren, als man sowas eben früher konnte. Diese Fähigkeit, mit viel höherer Auflösung Daten über alle möglichen Arten von Ereignissen in der realen Welt zur Verfügung zu haben und dann auch entsprechend zu nutzen, das ist das, was wir als High-Resolution-Management bezeichnen.
Also nochmal ganz kurz drei wesentliche Dinge zusammengefasst auf diesem Überblick. Was ist das Internet der Dinge, dieses Verschmelzen der physischen Welt, der fassbaren, greifbaren Dinge mit der digitalen Welt, woraus sich da neue digitale Services letztendlich auch Services ergeben. Was sich in dieser Formel darstellen lässt, zeigen lässt, wenn man das auf einzelne Produkte bezieht. Und zusätzlich dann nochmal das Thema, die Möglichkeit über die Vernetzung der physischen Welt mit der digitalen Welt zu einer viel hochauflösenderen Datenlage auch in IT-Systemen zu kommen, die einfach eingreifen und reagieren in ganz anderen Maßstäben ermöglicht, als wir das bisher kannten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben für noch Fragen, aber...